hier darf kein Krach gemacht werden. Was ist? Hier darf kein Krach gemacht werden. Warum? Das müssen doch Sie wissen. Wieso? Sie haben doch gesagt, hier darf kein Krach gemacht werden. Ich hab natürlich darf hier kein Krach gemacht werden. Na, warum machen Sie dann welche? Ich mache Krach. Sie machen Krach. Und mit mir werden Sie nicht blöd machen. Bitte, warum nicht? Na, da müssen Sie früh aufstehen. Ach so, ist es uns bereits jemand zuvorgekommen. Merken Sie sich das ein. So blöd wie Sie bin ich schon lang. Vielleicht noch blöder. Jetzt haben Sie mich überzeugt. Na, mich werdet ihr noch kennenlernen. Und dann kennt ihr mich. Na, wartet. Weg, habe ich gesagt. Herr, Moment, Sie haben gesagt, na, wartet. Und jetzt warten wir, nicht? Also aus mir werden Sie keinen Affen machen. Tja, das ist doch leider nicht mehr möglich. Warum? Sie haben das Ziel bereits erreicht. Ich habe das Ziel. Mama, keine. Wir treten als ganz normale Zöglinge in das Internat Seeburg ein. Na, so normal. Und machen Musik. Das ist die Pennebacke. Ach, die anderen. Ich muss sofort Bescheid sagen. Was ist denn? Florian, was tun Sie denn da? Ich rege Anstoß. Ich stoße erregt an. Ich stoße auf eine Panne von... Haben Sie Schluck auf? Hip ist... Danke. Bitte, diese Bande von Hip... Sind Sie verrückt? Diese Bande von Hippies, die... Raus. Nein, das sind die Schüler von unserem neuen Sommerkurs. Jetzt habe ich wirklich Schluck auf. Und jetzt benachrichtige ich Dr. Wimmer davon, dass ich ordnungsgemäß ein Internat besuche. Da haben wir das Internat Seeburg. Seeburg, Privatanstalt mit Öffentlichkeitsrecht. Direktor Emanuel Knieholz. In den Sommermonaten kein Schulbetrieb. Was? Kein Schulbetrieb? Der Filius hat sie reingelegt. Vielleicht ist er überhaupt nicht dort. Geben Sie mir das Internat Seeburg. Sofort, Herr Doktor. Der Krach macht mich doch wahnsinnig. Der Direktor ist der Ärgste. Das ist ein Hippianer, ein Hibist. Was ich ihm sage, das ist noch schockierend. Hallo? Hallo? Was? Ich hab sie nicht im Ohr. Ist ja... Ach so, ich bin verkehrt. Ich meine, Sie sind verkehrt. Wie waren? Bitte? Wer hier spricht? Der Direktor bin ich nicht. Ich bin sein Stellvertreter. Was? Keinen Lehrbetrieb? Sowas von einem Betrieb war überhaupt noch nicht da. Da gehen einem die Augen über und die Ohren auf und alles andere zieht es zusammen. Nein. Nur ich und der Direktor. Und ein gutes Dutzend Schüler. Ja, eine Furchtbreibande. Furchtbreibande, also das Gammler. Gammler und Gamösen. Und ja, mit wem spreche ich denn eigentlich? Wem habe ich denn am Rohr? Sind Sie wahnsinnig geworden? Ja, was sind Sie geworden? Ja, wo kommen denn Sie daher? Ich, direkt aus Spanien. Ja, da sind Sie hier richtig. In den letzten Tagen kommt mir ohnehin alles so spanisch vor. Ja, meine Kollegen haben mir telegrafiert. Einrücke, Internat Seeburg, Stopp, Musicalproben gesichert und hier stehe ich. Ja, aber hier können Sie nicht stehen bleiben. Hier am Parkplatz ist strengstes Parkverbot wegen Renovierung des Hauses. Na, dann sagen Sie mir doch wenigstens, wo ich meine Kumpels finden kann. Ah, die Wilden, hey. Die Schüler, die ja. Kamlisten, die probieren auf der Waldwiese. Besten Dank, verehrter. Bitte, und nur weg. Hier können Sie nicht stehen bleiben. Hier am Parkplatz ist nämlich strengstes Parkverbot. Haben Sie nicht gehört, was ich sagen wollte? Was ich gesagt habe? Ich kann aufregen. Das ist kein Parkplatz. Dieser Kerl hält uns wohl für Hühner. Bei mir werden Sie keine Eier legen. Was ist denn? Jetzt reiß dich zusammen. Ruckzuck. Kommandieren Sie mit der Kleinen da. Die Ruhe! Anscheinend wissen Sie nicht, wen Sie vor sich haben. Das hier ist Dr. Wimmer vom Unterrichtsministerium. Na und?
Florian, Zwickert, Florian Zug, Zwack, Schulwart von da. Bitte, bitte. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Direktor Nieholz. Ach was, jetzt halten Sie doch endlich die Klappe, sonst mache ich noch Nieholz aus Ihnen. Klengholz. Sie führen uns jetzt unverzüglich in das Direktionsbüro. Wie viele Schüler haben Sie zurzeit im Institut? 15, mit dem Mädchen. Mädchen, das ist der Sodom und Gomorra. Bitte, bitte folgen Sie. Da sind wir ja im richtigen Augenblick gekommen. Bitte hier runter. Bitte hier, bitte. Höchste Zeit, dass Sie von höchster Stelle aus hängen. Was hinter diesem sogenannten Schulbetrieb alles verbirgt? Ein Abgrund tut sich auf. Achtung, er kommt. Oh, was ist? Florian, Sie Idiot, Sie haben mich ausgesperrt. Öffnen Sie sofort das Haupttor. Jawohl, Herr Doktor. Herr Doktor, ich komme. Ich fliehe, Herr Doktor. Herr Doktor, Herr Doktor, bitte. Wo sind Sie? Florian. Sie Unglücksrabe, wo bleiben Sie denn mit dem Tee? Sind Sie verrückt? Was treiben Sie denn da unten vor dem Hauptportal? Ich treibe? Nicht treiben Sie! Psst, das ist ein Geist! Ein Geist! Florian! Komm her! Oh, das ist... Ach, sind Sie total verblödet? Wo soll denn hier ein Geist sein? So, und jetzt bringen Sie sofort den Tee da hinauf! Los! Ich habe ihm doch gehört! Das ist ein Doppelgeist! Das ist ein Doppelter! Ein Ohr! Ich lasse es mich nicht nehmen, so ein Geist. In dieser Schule gibt es überhaupt nur Geister. In dieser geistlosen Schule. Internat Schloss Seeburg. Das muss es doch sein. Bei uns ist niemand zu sprechen. Moment, was heißt denn das? Es ist 16 Uhr. Danke für die Zeitangabe. Ja, um diese Zeit beginnt normalerweise der Nachmittagsunterricht. Na und? Was geht das Sie an? Also erstens bin ich der Vater eines Zöglings und zweitens bin ich zufälligerweise auch noch der Unterrichtsminister. Der Untervater, der Zöglingsminister. Bitte! Was ist denn hier los? Wo ist Direktor Knieholz? Die schlafen noch. Schlafen noch? Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wieso? Wir haben gerade Winterschlaf, Sommerschlaf. Bei uns ist alles möglich. Zum Teufel, wo sind denn die Zöglinge? Die sind, das weiß ich nicht. Die sind, das weiß ich, Florian. Die sind unten auf der Gisela. Wissen Sie, das ist der Dampfer, der unten am Landungssteg liegt. Und da ist vielleicht was los. Komm. Das ist ja reizend. Fahren Sie zum Seenunter, aber schnell. Aber ganz schnell. Er ist da, der Ministrant, der Minister, leibhaftig. Sie sehen schon wieder Gespenster. Nein, bös war er. Und so bös ist kein Geist nie. Und ein Minister mit Geist, ich meine als Geist. Wo ist der Minister? Weggefahren, auf Schiff. Auf welches Schiff? Auf die Gisela. Gottlob, da können wir in aller Ruhe die Schüler versammeln. Aber nein, die sind ja auch dort. Wo? Auf der Gisela. Ich fahre mit dem Rad voraus, da bin ich schneller. Retour. Das war eine Fahrt, aber jetzt sind wir da.